Mein Name ist Tobias Dürr. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Berliner Republik, die hier auch unten rechts vermerkt ist als Co-Einlader dieser Veranstaltung. Hier ist Marcel Lewandowski, unser Inputgeber von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Hier habe ich Albrecht von Lucke zu begrüßen, einem außergewöhnlich maßgeblichen Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, einer wichtigen Zeitschrift, die in seiner, wie viele Jahre machst du schon Blätter? 12 Jahre, diese 12 Jahre, das kann Koinzidenz sein, war es aber wahrscheinlich nicht, war sozusagen auch nach meiner Wahrnehmung Jahre der Revitalisierung dieser Zeitschrift, wenn ich dieses Lob mal ganz am Anfang loswerden kann. Ich glaube, wir machen jetzt, also Bettina Gauss, wenn sie hier irgendwo ist, soll sie sich doch bitte melden. Albrecht, das ist gut für dich, du kannst dann mehr reden, wenn sie nicht... Ist nicht meine Art. ich glaube, insgesamt wird diese Runde, wenn ich das Schrifttum der Menschen, die hier versammelt sind, angucke, die Äußerungen, die sie so machen, sind wir sozusagen, es ist eine immanentere Runde, was die Parteiendemokratie angeht. Ich glaube, wir sind alle, das würde ich mal, kann ich auch als Frage formulieren, der Auffassung, eine Demokratie, die auf Parteien basiert, die wiederum intensiv gesellschaftlich verankert sind. Aha. Hallo, herzlich willkommen. Setzen Sie sich doch. Bettina Gauss ist da. Vielen Dank, und ich komme normalerweise nicht zu spät. Die ganze Innenstadt ist dicht. Ich habe fast eine Stunde von Charlottenburg hergebracht. Das stimmt. Das hatte ich, wollte ich eigentlich auch. Ich war auch verspätet. Ich wollte das eigentlich fast auch als einleitende Worte wählen. Die ganze Stadt ist nämlich deswegen so verstopft, weil da lauter Mobilisierte unterwegs sind für und gegen Dinge. Trotzdem, Bettina Gauss, Korrespondentin der Taz, ganz herzlich willkommen nochmal. Trotz dieser Basismobilisierung, die wir erleben und die man auch empirisch erhärten kann, unter anderem mit Verweis auf die Shell-Jugendstudie, ist es, ich glaube, nach der, wiederum, ich wollte das als Frage, als kommentierbare Stellungnahme in den Raum stellen, ist es nach Auffassung der hier Versammelten, glaube ich, wichtig, eine Parteiendemokratie zu haben, auf der Basis in der Gesellschaft verankerter Parteien. Da gibt es nun aber einige Probleme. Und ich möchte auch eines vorweg sagen, dann kommen wir gleich zu Marcel Lewandowski. Albrecht, mir ist aufgefallen, ich habe dein Buch mir angeguckt, ich habe es hier auch liegen. Es ist ja erst wie viele Wochen her, dass es erschienen ist, aber jedenfalls etwas länger her, dass es geschrieben ist. Da ist zum Beispiel die Rede noch vom Merkel-Status quo. Ich glaube, die Ära des Merkel-Status quo ist beendet durch Ereignisse, die sich, und das hast du geschrieben, das konntest du auch schreiben, die sich aber also man kann eigentlich sagen, am Wochenende vor 8 Wochen so dramatisch zugespitzt haben, dass es dahinter vermutlich kein Zurück mehr geben wird. Ich glaube, diese Jetzigkeit, diese Heutigkeit muss in unsere Debatte irgendwie hinein, gehört in unsere Debatte auch hinein, dass sich die Rahmenbedingungen für Parteiendemokratie nochmals verändert haben. Wahrscheinlich Parteiendemokratie, das Funktionieren der Parteiendemokratie nochmals prekärer geworden ist oder wird durch die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen. Das aber umgekehrt, auch das als meine letzte These vorweg, das aber umgekehrt, das Funktionieren dieser parteiendemokratisch verfassten parlamentarischen Demokratie wichtiger wird, noch wichtiger wird, und dass wir deswegen unter ziemlichem Wirklichkeitsdruck darüber reden müssen, wie das denn hinzukriegen
sein könnte. Marcel Lewandowski, du hast das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zunächst. Erste Folie bitte. Vielen Dank. Wenn wir über die Krisensymptome von Parteien sprechen, dann meinen wir nicht ein Krisensymptom, sondern mehrere auf der Wählerebene und auf der Mitgliederebene. Und man könnte jetzt im Prinzip erratisch zunächst einmal ein paar nennen. Da wäre die generelle Abnahme der Parteibindung, also der Bereitschaft, sich möglicherweise sogar lebenslang oder zumindest über einen längeren Zeitraum zu einer Partei zu bekennen und diese Partei auch zu wählen. Da wäre das Problem, dass insbesondere die jüngere Generation eine geringere Affinität zu Parteien und ihrer Organisationsform zeigt. Da wäre der überproportionale Anteil von Akademikern in Parteien, ist nach Parteien nochmal unterschiedlich, da komme ich gleich nochmal zu, aber der Anteil liegt ungefähr beim 2,5-fachen des Anteils der Gesamtbevölkerung. Da wäre der hohe Anteil bestimmter Berufsgruppen und vor allem Besserverdienender, was natürlich auch bedeutet, dass bestimmte Interessen in Parteien mehr Anklang finden als andere Interessen. Da wäre die Unterrepräsentation von Frauen, also im Schnitt sind nur etwa ein Drittel der Parteimitglieder weiblich, während über die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist. Und allgemein das schwindende Vertrauen und die schwindende Kompetenzzuschreibung, nächste Folie bitte, der Parteien, der Bürger an die Parteien. Nächste Folie. Nein, noch die nächste. Vielen Dank. Man könnte jetzt über jede dieser Krisenbeschreibungen, glaube ich, mehr als 10 Minuten, die mir zugestanden sind, sprechen. Die werde ich übrigens reißen, das kündige ich schon mal an, das müssen Sie mir bitte verzeihen. Ich werde mich nicht auf die Wählerebene konzentrieren. Ich werde mich nicht auf Koalitionsfragen konzentrieren, ich werde mich nicht auf die gerne genommene Krisenbeschreibung konzentrieren, dass Parteien ideologisch immer ähnlicher werden, sondern was mich interessiert heute, sind Parteien und ihre Mitgliedschaft. Und ich werde das versuchen, anhand von 4 Thesen zu formulieren. Die meisten Thesen werden sehr anschlussfähig sein, denn die Krisensymptome, die ich hier beschreiben werde, sind nicht neu. Und auch die Zahlen, die ich für Sie habe, sind im Prinzip so das State of the Art der Politikwissenschaft. Also ich glaube, da wird einiges ein Wiedererkennungswert sein. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass Parteien nicht in einer Funktionskrise sind. Das Problem ist, dass sie die ihnen zugedachten und die feststellbaren Funktionen immer noch ausfüllen, aber an Akzeptanz verlieren. Nächste Folie bitte. Was heißt das? Man könnte im Prinzip einen sehr großen Katalog von Folien, Funktionen formulieren. Die Politikwissenschaft ist voll davon. Ich habe 5 herausgegriffen, die Frank Decker, Sie sehen die Quelle, entsprechend zusammengefasst hat. Das ist zunächst einmal die Steuerung der staatlichen Willensbildung. Ja, natürlich, die ist nach wie vor gegeben, denn Parteien streben nach Regierungsmacht. Jasmin Siri, die Sie ja auch gestern gehört haben, hat das mal in einem Satz, den ich versuche richtig wiederzugeben, formuliert, der banal klingt, aber in dem Wahres ist. Er heißt nämlich, es sind nicht NGOs, die den Kanzler stellen, sondern es sind nach wie vor Parteien, die den Kanzler stellen. Also Parteien streben nach Regierungsmacht und daran funktionieren sie sehr gut. Daran würden sie übrigens auch funktionieren, wenn nur 10% der Menschen zur Wahl gehen würden. Das zweite ist die Legitimation des politischen Gemeinwesens. Also Parteien bieten durch ihre ideologische und ihre programmatische Verortung eine gewisse Verlässlichkeit. Das tun sie immer noch, trotz aller Krisenbeschreibung, dass sie ähnlich werden. Und sie sind durch die direkte Anbindung an den Staat, die ja auch in Artikel 21 Grundgesetz hervorgehoben ist, nach wie vor die zentralen Horte politischer Partizipation. Das dritte, Sozialisation von Bürgern in diesen politischen Prozess, also Parteien als Transmissionsriemen, die zentralen Transmissionsriemen zwischen Bürger oder Zivilgesellschaft, wie wir auch sagen könnten, und Staat, bilden mehr als andere Organisationen, auch als Bürgerinitiativen und als NGOs, politisches Führungspersonal aus und man lernt im Prinzip durch diese Funktion als Transmissionsriemen das wesentliche Geschäft der Politik. Das Gleiche gilt für den 4. Punkt, die Rekrutierung des politischen Führungspersonals. Die Krise finden wir im Grunde genommen, und daran werde ich gleich anschließen, im 5. Punkt, nämlich in der Repräsentation sozialer Kräfte. Parteien sind aus
historischen Konfliktlagen hervorgegangen, also die SPD oder die sozialdemokratischen Parteien in Westeuropa, etwa aus dem klassischen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Aber das ist im Prinzip Historie. Wie wir gleich sehen werden, repräsentieren sie diese Konflikte nicht mehr. Diese soziale Repräsentation wird zunehmend in Frage gestellt, weil, und das ist meine These, nächste Folie bitte, Parteien sozial selektiv sind. Was heißt das? Nächste Folie. Ich schaffe so ein bisschen erschwerte Bedingungen. Soziale Selektivität von Parteien, da könnten wir ganz viele Kriterien anlegen. Ich habe jetzt mal ein paar herausgewählt, die mir repräsentativ und illustrativ erscheinen. Das eine habe ich schon genannt, der Frauenanteil in Parteien ist signifikant geringer als in der Gesamtbevölkerung. Bei Grünen und Linken ist er etwas höher. In der CSU liegt der Frauenanteil bei 18%. Die Daten sind von 2009. Der dürfte auch jetzt nicht wesentlich höher sein. In der SPD mal 29%. Das wird dem Anspruch, den diese Parteien programmatisch haben, insbesondere die Sozialdemokratie, bei der CSU weiß ich es nicht unbedingt, nicht gerecht. Das zweite ist das Alter. Sie sehen diese Verschiebung. Parteien sind im Wesentlichen überalterte Organisation. In der SPD sind 67% der Mitglieder über 50, bei den Grünen immerhin noch 52% über 50. Die Grünen haben allerdings auch noch den relativ höchsten Anteil von jungen Mitgliedern, also 33% sind 35 bis 49. Sie sehen, das bezeichne ich schon als junge Mitglieder. Nächste Folie bitte. Wie bitte? Im Grunde genommen zugespitzt haben Sie nicht Unrecht. Das kann stimmen. So, dann gehen wir mal auf den formalen Bildungsgrad, also den Schulabschluss. Wir sehen auch hier in der Gesamtbevölkerung, Sie dürfen sich jetzt nicht wundern, 2009 hat diese Studie den Fachhochschulabschluss in der Gesamtbevölkerung nicht erhoben, wird jedenfalls nicht ausgewiesen, kann ich jetzt nicht so sagen, weil die Zahlen nicht ursprünglich von mir sind. Das ist diese große Parteienstudie von Tim Spier, lohnt sich aber auf jeden Fall zu lesen. Wir sehen auf jeden Fall eine Verschiebung beim formalen Bildungsgrad, also ein höherer Teil ist Akademiker bzw. hat einen entsprechenden Fachhochschulabschluss als in der Gesamtbevölkerung. In der SPD, bei den Grünen sind es übrigens mit die meisten, da haben 68% einen entsprechenden Fachhochschulabschluss. Und dann die subjektive Schichteinstufung, auch da sehen wir, bei Parteien ist die mittlere und die obere Mittelschicht, sogar die Oberschicht, stärker vertreten als in der Gesamtbevölkerung. Also wir haben eine starke soziale Selektivität anhand bestimmter Kriterien. Nächste Folie bitte. Das führt insgesamt dazu, dass Parteien als Organisation unattraktiv sind. An welchen Punkten kann man das festmachen? Das eine ist, dass Parteien aufgrund der Tatsache, dass die politische Willensbildung in diesen Organisationen sehr, sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, also Weber hat allgemein bei der Politik ja vom Buchen dicker Bretter gesprochen und bei Parteien trifft es insbesondere zu, geringe Kompatibilität aufweisen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also Familie und Beruf sind schon schwer genug vereinbar, besonders in akademischen Berufen. Und das gilt natürlich, wenn man sich dann noch so ein Hobby zulegt, wie Politik zu machen. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass die Überalterung als solche zusätzlich abschreckend wirkt, gerade für junge Mitglieder oder potenzielle Mitglieder. Das Dritte ist, die Ergebnisse eigener Anstrengungen innerhalb des politischen Prozesses in Parteien sind schwer sichtbar. Ein Beispiel, ein guter Freund von mir ist im Rat der Stadt Köln inzwischen für eine Partei. Und ich weiß noch, dass er vor vielen Jahren, so muss man es formulieren, vor vielen Jahren in einer politischen Jugendorganisation einen Antrag eingebracht hat zur Erschaffung von Nachtbussen und Nachtbahnen. Der hat 5, 6 Jahre da dranbleiben müssen, damit irgendwann die Taktung der Bahn und Busse in Köln zumindest etwas angepasst wurde. Das heißt, zum einen, es dauert Jahre, bis die eigene Idee umgesetzt wird. Zum anderen, sie ist am Ende nicht mehr wirklich sichtbar. Das heißt, das Frustrationspotenzial politischer Arbeit ist relativ hoch. Das Problem ist, dass sie es in einem demokratischen Prozess auch ein Stück weit sein muss. Also es ist ein bestimmtes Dilemma. Und das Vierte, was ich glaube, was sie als Organisation unattraktiv macht, ist das, was ich als Sitzungssozialismus bezeichnen würde. Also Parteien sind besonders in der Bundesrepublik hochformalisierte Organisationen. Und ich glaube, ein wesentliches Problem besteht darin, dass Parteitage oftmals nicht nur über Inhalte funktionieren, sondern auch über Geschäftsordnungsanträge. Nun gibt es diese Probleme und man kann nicht so tun, als würden die Parteien die nicht sehen, aber die Parteien haben vor allem so reagiert in den letzten Jahren, indem sie einem Diskurs, wenn sie so wollen, aufgesessen sind,
indem sie sich dem Akzeptanzproblem im Grunde genommen einfach nur ergeben haben und versucht haben, weniger Partei zu sein. Das lief dann unter dem Begriff der Öffnung. Also so typische Reformmaßnahmen, die sind jetzt nicht alle schlecht, bitte keine Wertung darin zu sehen. Typische Reformmaßnahmen sind Geschlechterquoten, Öffnung der Parteistrukturen für Mitglieder, also etwa Urabstimmungen, Öffnung der Parteistrukturen für Nichtmitglieder, Primaries, also Vorwahlen nach amerikanischem Vorbild, interne Direktwahlen und Erweiterung der Handlungsoptionen für Individualmitglieder. Wir haben jetzt mal, Frank Decker, Marcel Solar von der Uni Bonn und ich, haben wir in einer kleinen Studie für NRW unter anderem abgefragt, was sind denn eigentlich für Reformen gewünscht. Ich habe jetzt nur diese eine Folie, ich kann gerne noch mehr zur Verfügung stellen im Anschluss, wen das interessiert. Man sieht das gleiche Bild oder ein sehr ähnliches Bild durch alle Bildungs- und Alterskohorten und Schichtenkohorten hindurch. Das Einzige, was wirklich auf hohe Zustimmung trifft, sind Items, also Fragen, die auf mehr Mitarbeit für Mitglieder zielen, nicht auf mehr Einbindung von Nichtmitgliedern. Und das bringt mich zur vierten These. Wir sprechen immer darüber, dass Parteien inklusiver werden sollten, dass sie sich öffnen sollten für Nichtmitglieder. Und ich würde sagen, im Grunde genommen ist der eigentliche Weg der umgekehrte. Parteien sollen exklusiver werden. Was heißt das? Das heißt im Wesentlichen, dass es attraktiver werden muss, einer Partei beizutreten, wenn man politisch engagiert ist, nicht ihr nicht beizutreten. Parteien leben ja im Wesentlichen von zwei Merkmalen. Das eine ist Differenz, also die Unverwechselbarkeit des Programms und des damit verbundenen auch individuellen Bekenntnisses zu einer Partei. Also wenn Sie wollen, stolz sein, Sozialdemokrat zu sein, ist vielleicht hier im Kontext nicht jeder, aber es gilt ja natürlich auch vielleicht für die Grüne Partei oder andere Parteien. Und das zweite ist Exklusivität, die ich gerade schon genannt habe. Das heißt, politische Mitwirkungsrechte, die ausschließlich Mitgliedern vorbehalten sind. Und das macht deshalb in Parteien Sinn, weil Parteien faktisch, ich hatte das Bild mit den Nachtbussen und Nachbarn gerade schon genannt, dieses Beispiel, faktisch Teil des Gesetzgebungsprozesses sind. Also es muss klar sein, wenn ich einer Partei beitrete, kann ich aktiver Teil des Gesetzgebungsprozesses sein. Als kleines Element vielleicht, aber ich kann es. Welche Leitlinien könnten solche Vorteile einer Mitgliedschaft haben? Das habe ich versucht, ganz kurz herauszuarbeiten. Das sind dero 4. Das eine ist, es bedarf umfassender Beteiligung, etwa über Urabstimmungen in Personal- und Sachfragen. Teilweise machen Parteien das auch. Die SPD hat das zuletzt gemacht, etwa über die Frage nach der Koalition. Dazu gehört aber zweitens noch etwas anderes. Das klingt wie ein Softskill, ist aber aus meiner Sicht ganz wesentlich, nämlich eine innerparteiliche Wettbewerbskultur. Als die SPD die Koalition zur Abstimmung stellte, sagte Sigmar Gabriel und andere gleich, naja, wenn ihr dagegen stimmt, muss ich zurücktreten. Das funktioniert nicht. So etwas funktioniert nur, wenn sich die Parteielite, und das wäre in der Tat ein Wandlungsprozess, innerhalb der Parteien neutral verhält, wenn es um solche Urabstimmungen geht. Also im Grunde genommen müsste es ein völlig paralleles Element sein, dass die Partei als solches und die Parteielite gar nicht in Gefahr bringen kann. Und das gilt übrigens auch für Kandidaturen. Parteien haben eine unglaubliche Angst davor, dass es mehr als einen Kandidaten gibt, und zwar nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch, das zieht sich im Prinzip bis in die Kreisverbände und Ortsvereine hinein, ich würde sagen, fast jede Partei, ausgenommen möglicherweise die Grünen, die haben eine etwas andere Kultur, sind davon betroffen. Man muss im Prinzip aufhören, von Kampfkandidaturen zu sprechen, sonst gibt es nur Kandidatur. Ganz einfach. Das dritte wäre eine Entschlackung des Regelwerks. Es ist richtig, dass das Parteiengesetz den Parteien relativ klare Vorgaben darüber macht, wie sie rechtlich abgesichert zu sein haben. Das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen Staaten. Aber man könnte das interne Regelwerk so entschlacken, dass man es nicht erst auswendig lernen muss, damit man keinen Nachteil gegenüber anderen hat. Und das ist in Parteien momentan zum großen Teil der Fall. Also ich glaube, dass es hier Reformmöglichkeiten gibt. Und das vierte, das vielleicht den Parteien am wenigsten gefallen würde, wäre die Abkehr vom Ortsvereinsprinzip oder allgemein vom Ortsprinzip. Das Problem bei Parteien ist ja nun, dass wir viel Zeit in einem bestimmten Ort aufwenden müssen, um politisch aktiv zu sein. Und ich glaube, dass Parteien darüber nachdenken müssten, Mitgliedschaft, Mitarbeit so zu verändern, dass ich nicht präsent sein muss, dass ich nicht meine Familie abends verlassen muss oder ein anderes Hobby aufgeben muss, damit ich Tag für Tag, teilweise 4-5 Tage die Woche, ich sehe es in meinem eigenen Umfeld, an einem Parteileben teilnehmen kann, sondern dass das stärker über soziale Netzwerke funktioniert, stärker über andere Beteiligungsmöglichkeiten funktioniert. Die Kommunen machen es zum Teil vor, Bürgerhaushalte in etwa, und das sind Modelle, die Parteien
durchaus adaptieren könnten. Ich hoffe, ich habe mich zu sehr überzogen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Mr. Lewandowski. Nein, das war völlig im zeitlichen Rahmen, glaube ich. Die Frage nach der Exklusivität der Parteimitgliedschaft als Teil möglicherweise einer Lösung wird uns bestimmt noch beschäftigen. Von mir nur kurz die Anmerkung, es gibt natürlich einen Zusammenhang, denke ich mir, zwischen Funktion und Akzeptanz, Funktionsfähigkeit und Akzeptanz. Deine Zuspitzung war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Parteien haben kein Funktionsproblem, sie haben ein Akzeptanzproblem. Mit der, sagen wir mal, when the going gets tough, wenn die Rahmenbedingungen für, also wenn die Policy-Rahmenbedingungen schwieriger werden, wenn die Probleme schwerwiegender werden, wenn möglicherweise das Merkel-Biedermeier zu Ende ist und die Funktionsfähigkeit dringender möglicherweise noch wird, die Akzeptanz aber nicht da ist, dann tritt da möglicherweise eine negative Wechselwirkung ein. Kann das nicht sein? Naja, der Funktionsbegriff, den ich angelegt habe, war ja im Wesentlichen ein formaler. Und unter so einem formalen Funktionsbegriff sind die Parteien im Wesentlichen nicht in Gefahr, weil sie ganz einfach die Vehikel der Regierungsbestellung sind. Ich spitze das mal zu. Es könnte einer Partei völlig egal sein, wie viele Mitglieder sie hat, solange sie genug Geld hat, Wahlkämpfer zu bezahlen. Es könnte einer Partei völlig egal sein, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Das ist ein normatives Problem, über das wir uns unterhalten, das ist auch sehr, sehr gut. Aber eine Parteien können auch mit 5% Wahlbeteiligung existieren und in Parlamente gewählt werden und dann stellen sie die Regierung. Insofern glaube ich, dass das Problem gerade ist, dass diese formalen Funktionen von Parteien gar nicht bedroht sind. Das Einzige, was sie bedrohen könnten, wären erfolgreiche Einzelbewerber in Wahlkreisen. Das gibt es ja. Nur, dass diese Einzelbewerber nie erfolgreich sind. Ja? Nicht, weil die Parteien eine abgesicherte Monopolstellung hätten, sondern weil diese Parteien immer noch als die Vehikel politischer Willensbildung wahrgenommen werden. Aber alles andere, selbst wenn wir sagen, wir glauben, dass etwas anderes als Parteien, also so eine Art offene Listen und Vereine oder was auch immer, jetzt stärker sich an Wahlen beteiligt, dann werden diese Organisationen irgendwann auch wie Parteien funktionieren. Insofern schließt sich da der Kreis, würde ich behaupten. Okay, herzlichen Dank. Die Partei von Geert Wilders in den Niederlanden hat, glaube ich, genau ein Mitglied, das ist er selber. Bettina Gauss, wo sehen Sie die Parteien herausgefordert, in Gefahr und ist das ein Problem? Ich glaube, dass es ein Problem ist, weil im Rahmen eines demokratischen Systems bisher niemanden, den ich kenne, eine praktikable Alternative zu Parlamentarismus und zu Parteiensystemen eingefallen ist. Also nach Alternativen wird ja gefahndet. Ich stimme Ihnen natürlich zu, dass es auf der formalen Ebene für Parteien kein Problem gibt. Klar. Auch, es ist ja nicht nur so, dass sie die Regierung stellen, es ist ja auch so, dass sich aus den Parteien das Parlament zusammensetzt und damit die Gesetzgebung. Und ich stimme Ihnen auch weiterhin dahin zu sagen, selbst bei einer Wahlbeteiligung von 5% kriegt man das Parlament voll. Die Frage ist trotzdem, also ich glaube übrigens auch nicht, was in Ihrer Frage drin war, war ja eine mögliche These zu sagen, aber wenn die Probleme immer größer werden und dann die Akzeptanz schwindet, dann kriegen wir doch ein Problem. Also ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel die Geschichte der SPD, die ja nun die älteste Partei ist, von denen die heute im deutschen Parlament vertreten sind, wenn ich mir die so angucke, da gab es eine Menge Zeiten, wo die Probleme noch deutlich größer waren, als sie das heute sind. Und es hat die Akzeptanz aber nicht gemindert. Also ich glaube nicht, dass man, oder ich habe sie möglicherweise missverstanden, dass man eine Relation zwischen der Größe des Problems und der Akzeptanz der Parteien herstellen kann. Ich glaube nur... Soll ich es kurz sagen, wie es gemeint ist? Ja. Also nur damit ich meine nicht, dass durch die Intensität der Probleme die Akzeptanz schwindet, sondern ich sage, in Zeiten mit intensiver Problembelastung ist ein Gemeinwesen wie das unsere verdammt gut beraten, Parteien zu haben, die auch gesellschaftliche Erdung besitzen. Und da wir das jetzt gerade nicht so haben, darüber reden wir ja die ganze Zeit, könnten wir möglicherweise sozusagen in eine neue Phase nochmal vertiefter Probleme der Parteien kommen.
Okay, ich will darauf jetzt nicht, Sie hatten mich, wenn ich mich recht erinnere, Sie hatten uns angeschrieben und gesagt, wir sollten erstmal auch so ungefähr 5 Minuten vor uns hin entwickeln. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich glaube aber, dass die Grenze des formalen Problems der Parteien der Funktionsweise der Parteien schon gestreift wird, wenn innerhalb der Parteien und sogar innerhalb der Spitzenkräfte, der Reihen der Spitzenkräfte des politischen Personals, ein Akzeptanzproblem besteht, das mindestens so groß ist wie das in der Bevölkerung. Sie wollten gerne, dass wir auf die aktuelle Lage eingehen, was ich in den letzten Wochen wirklich faszinierend fand. Und nein, es waren keineswegs nur Anhänger der Union, es war Grünes, die Opposition. Die Opposition stellt sich hin und sagt so einen Unfug. Es waren grüne Spitzenkräfte unter anderem und querbeet durch alle Parteien der Kampfschrei: Angesichts der Krise muss jetzt endlich Schluss sein mit dem Parteienstreit, es muss gehandelt werden. Eine schönere, knappere Zusammenfassung von Verachtung von Parlamentarismus habe ich selten gehört. Dafür habe ich sie in den letzten Wochen, wie gesagt, von Vertretern aller Parteien nahezu täglich gehört, als ob die Funktion von Parteien nicht etwa, und insofern ist es natürlich schon bis zum gewissen Grad ein Funktionsproblem aus meiner Sicht, die Funktion von Parteien, bevor sie mal anfängt, die Kanzlerin zu stellen, besteht ja auch einfach darin, Meinungen, die innerhalb der Bevölkerung vorhanden sind, zu bündeln und zu kanalisieren. Und Sie sprachen davon, nach wie vor gibt es grobe Ausrichtungen. Klar, die Wähler, die festgefügten Wählermilieus haben sich aufgelöst, das wissen wir alle, aber es gibt immer noch eine Tendenz. Also die wenigsten Leute gehen in die Wahlkabine und sagen, wähle ich heute Grün, CSU, FDP oder SPD. Also da gibt es, die Wählerwanderungen sind ja auch bekannt. Nur wenn die Parteien selbst so tun, als handle es sich um eine Form von schlechtem Benehmen, wenn man Meinungsverschiedenheiten austrägt und selbst innerhalb einer Koalition gibt es natürlich Kontroversen, sonst bräuchte es ja keine Koalition zu geben, dann könnten ja alle in einer Partei sein, dann wird das die Akzeptanz nicht vergrößern. Das ist der erste Punkt, den ich machen wollte in dem Eingangsstatement, um das Sie gebeten hatten. Ein zweiter Punkt ist einer, wo mir auch nicht viel einfällt dazu, also ich habe da keine Lösung, ich möchte es nur als Problem gerne ansprechen. Sie haben davon gesprochen, dass die Ortsgebundenheit aufgehoben werden muss, was ich möglicherweise, dass die Fokussierung auf Ortsvereine enden sollte und eine stärkere räumliche Verbreiterung möglich sein müsste, das halt ist möglicherweise eine gute Idee. Aber es gibt ja ein Problem, das zumindest in Europa die Parteien alle in größerem Maße als jemals zuvor, dem sie gegenüberstehen. Und das ist die Tatsache, dass dieser meistens nicht mal offen angesprochene Konflikt zwischen nationalstaatlichen Interessen und grenzüberschreitenden Interessen inzwischen ja ebenfalls eine formale Auswirkung hat. Das heißt, wenn ich mir angucke, natürlich ist das Europaparlament nach wie vor ziemlich machtlos, trotzdem spielt es eine Rolle, dass die Sozialdemokraten eine Fraktion bilden und dass man sich auch so als irgendwie gemeinsam derselben Geisteshaltung hin zugehörig fühlt. Oder die Grünen oder die Konservativen oder wer auch immer. Gleichzeitig aber ja an vielen Punkten, und das sehen wir im Augenblick an der Migrationsgeschichte, an vielen Punkten die alten nationalstaatlichen Interessen, Bündnisse zwischen den nationalen Parteien viel eher befördern als Bündnisse über Grenzen hinweg. Also ich meine, in unterschiedlichen Ausprägungen gibt es wahrscheinlich überhaupt keine Partei in Deutschland, die derzeit nicht sagt, der Rest von Europa verhält sich schäbig und muss seine Flüchtlingspolitik ändern. Und es gibt über alle Parteigrenzen hinweg im Rest von Europa jede Menge Vertreter, die sagen, Deutschland hat doch wohl einen Knall, alle eingeladen zu haben. Das heißt aber auch, die Bindungswirkung von Parteien geht nicht nur deshalb verloren, weil, ich bin da übrigens nicht ganz Ihrer Ansicht, weil die Leute halt nicht mehr so akzeptieren, obwohl sie sich doch noch so schön voneinander unterscheiden. Ich glaube in der Tat, sie werden immer schwerer unterscheidbar in den zentralen Thesen, aber das wird natürlich auch befördert durch diese Konfliktlinie gesamteuropäische Ebene, die ja auch formal handlungsfähig ist, und nationalstaatliche Ebene, und die ist nach meinem Eindruck nicht mal angerissen in der Problematik,
dessen, wenn jetzt nicht hier, sondern wenn insgesamt über Zukunft von Parteiendemokratie geredet wird, sehe ich das noch nicht breit diskutiert, auch nicht auf europäischer Ebene. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Albrecht von Lucke, vielleicht spinne ich ja auch, vielleicht ist es ja gar nicht so, dass die Ereignisse und Entwicklungen der letzten Monate grundlegende Auswirkungen auf den Weg der Parteiendemokratie haben. Allerdings, ich habe gerade dein Buch gelesen, da ist viel davon die Rede, wie sehr die Agenda 2010 am Ende doch also sozusagen vieles von dem vorstrukturiert hat, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, an Politik, an Zuspruch zur Sozialdemokratie beispielsweise, zu Chancen von Rot-Grün, zu Chancen von Rot-Rot-Grün überhaupt zusammenzukommen. Vielleicht hat das ja auch, gibt es da auch Wechselwirkungen mit der allgemeinen Frage nach der Akzeptanz, aber weil ich, als ich das so las, da dachte ich schon, möglicherweise ist ja das, was jetzt gerade passiert, für die Unionsparteien, also hat mindestens so viel Sprengkraft wie die Agenda 2010 für die Sozialdemokratie in the long run. Wir können jetzt nicht über the long run diskutieren, aber möglicherweise ist da was drin. Also ich glaube eigentlich nicht, dass ich spinne. Ich glaube, es passieren gerade Dinge, die Grundlegendes verändern können. Aber sag uns doch mal, was du für die zentralen Probleme der Parteien hältst. Und wenn du willst, sag auch gleich, wie wir es beheben. Ja, du hast ja gewaltige Anfrage an mich. Nein, auf mein Buch will ich gar nicht eingehen. Das ist ja ein anderes Thema. Kann aber vielleicht am Schluss gestreift werden. Ich will auf das eingehen, was eigentlich die Anlage und die Fragestellung dieses ganzen Seminars und dieses ganzen Wochenendes ist. Und dafür war doch vieles, was jetzt kam, auch, finde ich, eine gewisse Steilvorlage. Ich habe mich natürlich gefragt, und das hast du wunderbar am Anfang benannt, warum sitzen hier vier Leute, die sich von Berufswegen mit der Entscheidung, sich mit Parteien zu beschäftigen, getragen haben und sich quasi für Parteien entschieden haben. Für uns ist das selbstverständlich, und ich will nur mal einen Blick drauf werfen. Das letzte Wochenende, in dem in der Türkei eine Hoffnung auf Parlamentarisierung, auf die Möglichkeit von kritischer Opposition, wahrscheinlich für eine Generation, so wird es jedenfalls gelesen, vielleicht zu Ende gegangen ist, ist die Beantwortung der Notwendigkeit von parlamentarischer Demokratie und der Richtigkeit. Das ist für uns ja alle völlig überflüssig, das zu betonen. Ich gebe ein zweites Beispiel. Und das macht es dann brisant für uns. Und das wirft dann den Ball ins Feld, den Herr Lewandowski so schön aufgeworfen hat. Die Tatsache, dass vor 3 Wochen hier beinahe eine Politikerin in Köln ums Leben gekommen ist, bringt natürlich zum Ausdruck, dass die ganze schöne formale Betrachtung unserer parteipolitischen Demokratie ein Stück weit das Problem in sich birgt. Bettina Gauss hat da ja ein Stück weit dran angeknüpft. Dass die Mechanismen der Führungsauswahl formal funktionieren, aber in einem Maße gesellschaftlich erodieren, der wir erleben, dass in Leipzig und in Dresden Leute mit dem Begriff Lügenpresse und mit dem Ausdruck der Volksverräter auf die Straße gehen. Wir also Momente einer Erosion der Akzeptanz, der Autorität des parlamentarischen Systems haben, die wir über 30, 40 Jahre in dem Maße nicht gehabt haben, ist eine Dramatik, und das ist der Kern, auf den ich hinaus will, der uns alle, und das ist für mich der springende Punkt, die Frage zurückwirft in unser eigenes politisches Feld. Haben wir als Parteien, haben wir als Stiftungen, haben wir als auch Parteienforscher ein Stück weit nicht zu einer Entpolitisierung von Parteien selber beigetragen? Und das will ich in einem Punkt jetzt deutlich machen. Du hast es vorhin so schön aufgeworfen, weil du auf mein Buch eingegangen bist. Natürlich, mein Buch habe ich geschrieben, um es deutlich zu machen, auf dem Höhepunkt der Merkel'schen Agendapolitik und der Merkel'schen Konjunktur, einer vermeintlich Alternativlosigkeit des politischen Geschäfts. Was haben wir da erlebt in den letzten Wochen? Wir haben die Erosion einer Machtsituation erlebt, einer vermeintlich alternativlosen Kanzlerin, die abgrundtief in ihrer Zustimmung getroffen ist. Und da hast du völlig recht. Das geht vielleicht sogar in der Erosion, und ich mache es gleich deutlich, auch warum ich das meine, vielleicht sogar über die Erosion der Schröder-SPD, die, finde ich, durch die Agenda-Politik vernichtend gewesen ist. Sie geht vielleicht einen Schritt weiter, weil mit dem Angriff auf
das fast schon Machtmonopol von CDU, CSU, das sich herausgebildet hat, das in dieser Person Merkel inkorporiert war in den letzten Jahren, ein Stück weit die Frage nämlich auch des Erhalts der Parteiendemokratie als solcher in Rede steht. Und die Tatsache, dass diese Figur in einer solchen Weise angeschlagen wurde, binnen weniger Wochen, muss doch ganz grundsätzlich die Frage aufwerfen, wie sicher und wie stark ist Macht inkorporiert in einer vermeintlich so starken Kanzlerin überhaupt noch. Und es wäre mein erster Dissens zu Marcel Lewandowski: Wir erleben einen massiven Einbruch des Autoritätsverlusts unseres Führungspersonals, der für diese Republik beispiellos ist. Sie können mir ein anderes Beispiel geben, Frau Augstein, Frau Gauss. Wir können es ja gleich darüber diskutieren. In dieser Weise hat es das jedenfalls in den letzten 30 Jahren. Wir müssen einen weiten Schlag zurückmachen. Wir können an Willy Brandt erinnern, an die große Debatte Anfang der 70er Jahre um die Ostpolitik. Aber wir können auch gleich darum sprechen, das ist der Kern, worum es mir geht. Da war die Lage eine völlig andere. Und ich halte die Tatsache, dass es da in einer Lage eine Repolitisierung gegeben hat, für eine Revitalisierung für diese Republik für entscheidend. Gegenwärtig erleben wir das Gegenteil. Wir leben einen Rückzug aus Parteien, der eben nicht eine Revitalisierung bedeutet. Und das, was Marcel Lewandowski gesagt hat, formal sicherlich richtig, ich kann dem beipflichten. Natürlich haben Parteien ein Stück weit das Machtmonopol. Und ich würde noch weitergehen, ich bin auch nicht der, der hier die Philippika des Endes der Parteiendemokratie anstimmen will. Ich erlebe es jedes Mal, also auch in bizarrer Weise so, wir diskutieren hier, wie wir das oft erleben, im Kreis der 100 Interessierten, der weit aus uns rum, wir erleben das fast oft, Bettina Geist wahrscheinlich genauso oft, wir kommen am Wochenende zu Veranstaltungen, man macht sich den Kopf über das Schicksal der Parteiendemokratie und um uns herum geht das Leben in tausendfacher Zahl weiter, als wäre nichts geschehen. Das Problem ist nun, jetzt wird es virulent. Es ist ja massives Geschehen. Und das ist mein Vorwurf an uns alle und ich glaube, das ist das Problem ein Stück weit auch, was wir vielleicht, wenn wir so herangehen, unterschlagen haben. Wir erleben doch gegenwärtig eine massive Krise auch der politischen Inhalte in Debatten. Und Marcel Lewandowski hat es in einer Weise rein formalistisch betrachtet, aber ich halte das für einen Teil des Problems. Das ist übrigens auch eine gewisse Endpolitik, ich mache es mal zugespitzt. Es ist eine Entpolitisierung auch im politikwissenschaftlichen Betrieb, der ein Stück weit auch in der Konjunktur des Parteienforschers zum Ausdruck kommt, den ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf mache. Aber es ist eine Form, das ist sein Metier, er muss es so machen, das ist auch sein Beruf, das finde ich alles honorig. Aber es ist ein Stück weit eine Entpolitisierung, weil nicht mehr über die Inhalte des Politischen gestritten wird, sondern um die Arithmetik, den reinen Proporz der Parteien, die Auswahlmechanismen. Was aber uns zentral trifft, wenn wir heute auf der Höhe der Debatte sein wollten, dann müssten wir meinem Eindruck nicht, und das werfe ich jetzt mal in den Raum, dann müssten wir heute als diejenigen, die hier sitzen, nicht die Debatte führen um die Frage, funktionieren die Parteien, wie ist der Zufluss zu den NGOs, wie kommen sie zu uns, sondern wir müssten um den Kern der eigentlichen Frage uns kreisen, und den hat Marcel Lewandowski völlig richtig benannt. Wir müssten Parteien dergestalt exklusiver machen, dass sie wieder attraktiv werden in ihren Inhalten. Der Inhalt kann aber nicht der reine Machtmechanismus sein, denn das ist interessanterweise für viele gar nicht so interessant, ob sie über Herrn Gabriel abstimmen können, ja, oder über die Frage, dass es man weiß momentan die Alternative gar nicht, weil das machen muss. Ja, das ist für die SPD momentan nicht sonderlich entscheidend. Wenn ein Jeremy Corbyn in der Tat auftritt, weil es plötzlich um neue Inhalte ging, dann wird die Frage relevant, dann ist plötzlich ein Mann im Spiel, bei dem plötzlich unendlich viele wieder ein Interesse darin haben, abzustimmen. Und das legt genau den Finger in die Wunde. Ich glaube, das eigentliche Problem von uns, wenn wir uns hier auch gerade im Raum von SPD und Grünen bewegen, wir haben es in den letzten Jahren massiv unterlassen, die großen inhaltlichen Fragen zu debattieren, die weit über die Frage der Vereinbarkeit von Politik und Beruf hinausgehen, die ein Stück weit das große Ethos von Politik als Schicksal, ich möchte es mal so beschreiben, das existenzielle Moment von Politik wieder in den Mittelpunkt stellen. Und dieses existenzielle Moment ist momentan in aller Dramatik aufgerufen. Und ich will es nur an einem Punkt für die Grünen, wir sind ja auch im Kreis der Böll-Stiftung, deutlich machen. Ich gebe Bettina Gauss vollkommen recht, die Absage an den Parteienstreit ist eine in sich apolitische Haltung, weil sie bedeutet, wir eskamotieren das, was die Parteien virulent machen, den Streit und was sie entscheiden machen. Das Problem ist aber trotzdem eines, was existiert. Wir erleben nämlich ein Stück weit momentan eine Entpolitisierung des Streites dergestalt, dass nicht über Inhalte gestritten wird, sondern in den Debatten gegenwärtig nur darüber gestritten wird, hat Herr Seehofer gewonnen? Hat Frau Merkel vielleicht gewonnen? Oder ist Herr Gabriel der Sieger bei der ganzen Angelegenheit? Die eigentlich virulente Frage, und übrigens die Opposition macht es sich da manchmal auch zu leicht. Sie sagt dann, das ist mit uns alles nicht zu machen. Die eigentlich zentrale Frage, übrigens im grünen Kreisen eine absolut zentrale Frage, bei der ich glaube, die Grünen könnten viel mehr in die Vorhand kommen, ist die grundsätzliche Frage,
Wie ist unter dem Einbruch von Weltinnenpolitik, von Flüchtlingsströmen, die plötzlich auf diesem Kontinent anlanden, die Frage, über die ihr ja alle theoretisch die Jahre diskutiert habt, was ist an diesem vermeintlich guten Leben, ökologischen Leben in Deutschland gerecht? Was ist auch radikal zu formulieren? Ich mache es mal ganz deutlich. Wie ist die Vereinbarkeit eines baden-württembergischen Kretschmann-Grünismus, einer Kooperation mit Mercedes-Benz auf höchstem Niveau, der bedeutet, dass die nächsten Flüchtlingsursachen längst geschaffen sind, ja, in einem Maße, der natürlich exorbitante Fluchtursachen, wie ist das vereinbar mit der Frage, dass wir gegenwärtig den Einbruch des Bundes? Das ist eine so virulente Frage, an der die Grünen sofort wieder, wenn sie die Traute hätten, diese Frage so zu stellen, wie sie zu stellen ist, in den Mittelpunkt der Debatten wären. Und jetzt nochmal als letztes Zug auf die Grünen bezogen, der letzte große Streit, den die Grünen sich getraut haben, an den ich mich erinnere, an dem wir alle beteiligt waren, das war in den Jahren der 90er Jahre, das war die große Auseinandersetzung über die Frage der deutschen Außenpolitik. Da haben die Grünen wirklich ein Stück weit als Laborangelegenheit die Frage der Auseinandersetzung getragen, ist es notwendig, dass man sich auf den internationalen Parkett auch militärisch einmischt. Man kann sehr darüber streiten, ob das Ergebnis richtig war. Da sind wir im Nachhinein vielleicht klüger, aber die Debatte ist geführt worden. Und das war eine Sache, wo die Partei dementsprechend auch einen Zustrom in die eigene Auseinandersetzung hergestellt hat. Und das wirft den Ball zurück zu dem, was Bettina Gauss sagte. Natürlich war das Anfang der 70er Jahre genauso. Die Auseinandersetzung im Inhaltlichen, die Willy Brandt damals geführt hat und wo es genauso hieß, wir erinnern uns, also damals ich noch zu jung, Sie auch Frau Gauss, vermutlich, aber Sie waren stärker dran, allein schon familiär, so Brandt an die Wand. Die Auseinandersetzung, die in gleicher Weise... Nein, in meiner Familie wurde nicht gesagt, Brandt an die Wand. Das weiß ich wohl, das ist mir bekannt. Aber Ihr Vater war einer der massiv wichtigsten Kräfte, der dagegen gehalten hat, also um es deutlich zu machen. So, damit will ich sagen, diese Auseinandersetzung hatte eben die Form der Repolitisierung. Weil die Auseinandersetzung in der Weise geführt wurde, in den Parteien wie zwischen den Parteien, war etwas da. Und das ist das, was ich gegenwärtig vermisse. Ich möchte jetzt, das will ich jetzt nicht nochmal ausweiten, ich könnte es genauso auf die SPD sagen, weil ich will es nur an einem Beispiel machen, Tobias. Euer ehrenwertes Logo, progressives Zentrum, Fortschritt, ist in der gegenwärtigen Lage in einer Weise natürlich, das weißt du selber ganz genau, und du machst es ja auch ein Stück weit, so derartig eine Aufforderung zur großen Debatte um die Frage, was wirklich Fortschritt bedeutet. Und wenn ich in der gleichen Situation, da ich mache es nur an dem Beispiel VW deutlich, da wir erleben, dass Herr Winterkorn die Platte putzt, völlig zu Recht, ob eines historischen Vorgangs, einer Manipulation ungeheuren Ausmaßes, und am nächsten Tag sein Nachfolger, der Porsche-Chef Müller, mit einem 520 PS-Wagen bei der VW-Zentrale vorführt, dann ist die Debatte über die Frage, ob was den Fortschritt in diesem Land ausmacht, ausgerufen. Und der muss virulent geführt werden. Und ich glaube, das haben wir all die Jahre viel zu sehr unterlassen. Und das ist ein Stück weit die Ernüchterung derer, ich teile nicht die Meinung, dass die Zivilgesellschaft immer weiter ist, aber es ist die Ernüchterung derer, die von außen sehen, dass die Schärfe der Debatten in Parteien nicht mehr stattfindet. Und das wäre der letzte Kritikpunkt. Ich fand das gut, Herr Lewandowski, dass Sie so formal gesagt haben. Die Meinungsbildung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, die politische Auseinandersetzung, ich mache es mal ganz groß, als Agora der Republik in den Parteien, findet seit langer Zeit nicht mehr statt in der Schärfe. Und das ist ein großes Versagen und das ist der Kern des Problems. Jetzt würde ich in der Tat... Ich habe es ja vorhin... Also das ist klasse, dass wir jetzt so, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Ich wollte sagen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich kam mit dem Fahrrad her und hätte mich fast verspätet, weil ich am Alexanderplatz und unter den Linden nicht vorbeikam. Da standen sie sich nämlich gegenüber getrennt durch die Polizei, die einen, die Volksverräter und Lügenpresse und das Übliche gebrüllt haben und die anderen, die gesagt haben, da mögen auch Parteimitglieder darunter gewesen sein, aber es war bestimmt eine Minderheit von Parteimitgliedern, die darunter sind. Als meine Kurzintervention, ich glaube, es ist nicht uns allen gedient, die wir sozusagen auf der Seite der Verfassung stehen, wenn wir jetzt nach außen vorführen, wie sehr wir uns intern in den Haaren liegen. Weil wir uns viel zu wenig streiten, Tobias. Wir streiten uns zum Teil, es ist doch viel zu wenig Streit. Ich kann es an den Grünen exemplarisch deutlich machen. Lassen Sie auch andere Leute. Ja, wir streiten immer gerne, das machen wir. Das aber wir haben. Müssen dann auch eine Chance. Okay. Noch ist ja genau, und der Herr Lewandowski, alle kommen dran, Frau Gauss. Also, Sie wissen, dass ich völlig Ihrer Meinung bin, darin zu sagen, es wird zu wenig über Inhalte geredet. Und in der Tat, das habe ich ja vorhin auch gesagt, ich finde, dass Parteien sich viel zu stark aneinander angleichen und ihren Markenkern weitgehend verloren haben. Aber ich finde es ja spannender, an den Punkten zu reden, wo man halt nicht einer Meinung ist.
Ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, ich würde auf die Funktionskrise und auf die Akzeptanzkrise der Parteien einhauen, aber ich möchte jetzt doch, so schlimm ist die Lage dann auch wieder nicht. Also ich finde diese, ist ein bisschen gefährlich zu sagen, wir sehen wir beobachten die Erosion von Macht und so entpolitisiert war die Gesellschaft noch nie. Sie haben ja freundlicherweise eben auf mein und ihr Alter schon angesprochen. Also ich bin Jahrgang 1956. Ich habe eine ziemlich deutliche Erinnerung daran, wie das in den 60er Jahren war. Gemessen daran ist die Gesellschaft heute mitnichten entpolitisiert. Es lässt sich nur weniger leicht in bestimmte Milieus aufteilen. Also die Sätze, die da oben machen alle, was sie wollen. Politik ist ein dreckiges Geschäft. Die sind doch eh alle korrupt, die kenne ich fabelhaft gut aus den 60er Jahren und Sie haben recht, ich habe in der Tat, als Sie sagten, naja, also so eine Erosion von Macht hat man noch nie festgestellt, wie bei Merkel, habe ich spontan an Willy Brandt gedacht, aber dann habe ich gedacht, so weit zurück muss ich gar nicht gehen. Gerhard Schröder hat, ob das nun richtig oder falsch war, darüber kann man lange reden, aber Gerhard Schröder hat ohne formale Not Neuwahlen ausgerufen, weil er das Gefühl hatte, er kommt nicht mehr weiter, er ist am Ende. Also das geht relativ schnell. Und da finde ich ehrlich gesagt, die Situation ist jetzt nicht dramatischer, da will ich mich auch nicht von Pegida und der AfD in eine Dramatik reintreiben lassen, weil halt jetzt ein paar tausend Leute jede Woche irgendwo stehen und schreien Lügenpresse und zu Straftatbeständen wie der öffentlichen Erhängung von Politikern aufrufen. Da muss ich sagen, auf der anderen Seite, finde ich, haben wir gerade seit in den letzten Monaten eine Bereitschaft zum Engagement, zum Beispiel in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe erlebt, die ja auch nicht entpolitisiert ist. Da natürlich, manchmal geht das ja Hand in Hand, wenn Leute ein humanitäres Anliegen haben, aber das auch politisch verstehen. Also ich bin gar nicht so pessimistisch, stelle ich fest, was die Politisierung der Gesellschaft angeht. Ich bin nur nicht so optimistisch, was die Akzeptanz der Parteien angeht. Darf ich direkt ganz kurz noch einen Satz dazu sagen? Also. Lieber Dina Gauss, meine, die Ironie war ja nicht die, dass ich die Litanei, die endlos bekannte, der Entpolitisierung einer Gesellschaft anstimmen wollte. Das Gegenteil war der Fall. Ich halte die Parteien in ihrem Verzicht auf grundsätzliche Debatten im Kern für entpolitisiert. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, sie werden und sie trauen sich, die Debatten nicht mehr zu führen. Und das ist in dem Nichtangebot, in einer Lage, wo wir merken, wir kommen in so grundsätzliche Probleme, wo die Kanzlerin fast einen Offenbarungseid leisten muss und sagt, ich habe es selbst nicht für möglich gehalten, das sind ja Sätze gewesen, die im Fernsehen gefallen worden sind, dass diese Menschen alle gleich da sind. Das ist das Problem. Die Parteien sind nicht auf der Höhe der Probleme. Und das ist ein riesiges Problem. Dann fragen wir den Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski. Besteht die Chance, die Politisierung in der Gesellschaft wieder in die Parteien hineinzuholen zum Nutzen des großen Ganzen? Also ich empfehle, was diese Fragen angeht, abermals die Monographie von Frau Siere, die hat herausgearbeitet, dass diese Krisenbeschreibungen, die wir hier formulieren, bestehen, seit es Parteien gibt. Parteien haben sich immer unzulänglich gefühlt und standen auch immer unter dem Verdacht, nicht repräsentativ zu sein. Im Grunde genommen könnte man die Diskussion seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute fortschreiben. Nur, ich glaube, der Dissens zwischen Herr von Lucke und mir ist gar nicht so groß. Das Problem ist ja gerade, dass die Parteien formal in ihren Funktionen beharrlich sind. Ja, da gibt es sozusagen dieses Bestehen dieser Funktion kann unendlich weit fortgeschrieben werden über jede gesellschaftliche Krise hinweg. Aber die Akzeptanz sinkt. Das ist ja gerade das Problem. Das habe ich entsprechend versucht herauszuarbeiten. Das mit der Repolitisierung, muss ich ganz ehrlich sagen, die Forderung nach der Repolitisierung ist immer so ein bisschen wohlfeil. Ja, also das lässt sich immer gerne mal fordern, die Parteien müssen politischer werden. Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also wir können ja nun nicht so tun, als wären die Parteien nicht politisch und würden sich nicht streiten. Die streiten sich ständig, aber die streiten sich auch performativ. Ja, das wird ja auch medial bearbeitet. Den Parteien ist wichtig, in irgendeiner Form unterscheidbar zu sein. Die haben ein Interesse daran, nur wo? Worin sind sie unterscheidbar? Und ich glaube, man kann nicht so tun, als könnten die Parteien vor das Jahr 1990 zurückgehen und versuchen wir dir die großen Erzählungen zu schreiben. Man kann keine Ideologie erfinden. Das ist das Grundproblem. Da würden Parteien sich im Prinzip auch ein wenig lächerlich machen. Also das funktioniert nicht.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig, beispielsweise Corbyn heranzuziehen. Corbyn ist natürlich faszinierend und Corbyn für die Labour Party ist ja Sympath. Das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, dass... Problem dabei ist, dass so eine besonders groß herausgestellte Unterscheidbarkeit zu allen anderen Politikern, also Labour Party hat das ja nicht das erste Mal gemacht, Tony Blair hat sich ja praktisch von der anderen Seite des politischen Spektrums innerhalb der britischen Sozialdemokratie ähnlich geriert. Das führt dann relativ schnell zur Enttäuschung und zur Folklore. Ja, also der Frustrationsgrad bei solchen Aktionen ist immer relativ hoch. Ich würde gerne mal wissen, was wir jetzt eigentlich mit Repolitisierung meinen über das politische Tagesgeschäft hinaus. Das muss man Ihnen schon erklären. Das auch benennen. Das tun wir aber nicht gleichzeitig. Ja, Frauen sind ja unterrepräsentiert in Parteien und auch hier auf dem Podium, deswegen nehme ich mir jetzt einfach nochmal das Wort. Die Repolitisierung. Frau Ross, ganz kurz, wie wir es machen wollen. Sie machen das jetzt, dann kommt auch nochmal Ulrich Lucke. Wir müssen aber ein bisschen Zeit finden. Hier melden sich ganz viele Menschen, die auch was sagen wollen. Und die müssen auch noch dran kommen können. Also möglichst, okay, ganz knapp. Der Satz, Ideologien kann man nicht erfinden, dem stimme ich einerseits zu. Trotzdem ist er eine Verachtung dessen, was damals, also vor dem Fall da doch. Also Programme kann man erfinden. Und Programme kann man erarbeiten. Und es ist, da bin ich wie gesagt vollkommen bei Herrn von Lucke, es ist in der Tat so, dass die großen Parteien, und das sind auch die Grünen, also ich meine jetzt halt im Grunde die Parteien, die im Parlament vertreten sind, vielleicht tatsächlich mit Ausnahme der Linken, sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv davor gedrückt haben, ihre Positionen tatsächlich zu benennen. Wasch mir einen Pelz, aber mach mich nicht nass. Ist zum Beispiel im Hinblick auf die Familienpolitik der Union etwas, was man seit Jahrzehnten beobachten kann. Also einerseits wollen sie Schwule unter gar keinen Umständen diskriminieren, aber das Adoptionsrecht wollen sie auch nicht machen. Und selbstverständlich ist dieser christlichen Partei der Schutz der Familie besonders am Herzen gelegen, aber die Syrer müssen jetzt ein bisschen warten, bis ihre Familien nachziehen dürfen. Also insofern ist das, ich weiß, er ist jetzt zurückgerudert, geschenkt, aber diese Angst davor, und dieses Drängen in die Mitte, das halte ich nicht für ein unausweichliches Schicksal, das dieser Republik widerfahren muss. Und es wäre noch keine Erfindung von Ideologie, da etwas schärfer, zugespitzter und pointierter auch in der Programmatik zu sein. Albrecht? Ja, ich will dazu, völlig richtig, und ich will dazu nur einen Satz sagen, deswegen ist dieser Begriff der Reideologisierung, über den man sich übrigens wirklich weitlich streiten kann, ob es nicht einen gewissen Ideologiedefizit gibt, in einem positiven Sinne. Ja, es gibt eine absolute Entideologisierung des Parteipolitischen, wenn man sieht, wie die SPD darum ringt, nach dem Verlust ihres Markenkerns der Gerechtigkeit, der ihr 10% Abgang in Richtung Linkspartei verschafft hat, darum ringt um eine Wiedereroberung, dann wird man, Herr Lewandowski, die Frage schon aufwerfen, ob dieser plattitüdenhafte Begriff, alles Ideologisierung, ob das nicht ein Kern einer Anfrage birgt, den die Parteien beherzigen sollten. Aber es ging mir natürlich im Kern um was ganz anderes. Es ging um die sachlich zentrale Frage, ob eben an die Grünen gerichtet, in dieser gegenwärtigen Lage nicht eine Steilvorlage, klassischerweise, im Raume wäre, der ihr originäres Momentum, nämlich die Grundfrage zu stellen, wie ist eine gerechte, nachhaltige Welt möglich unter dem Gesichtspunkt des Einbruchs von Flucht und Vertreibung. Diese Frage hätte normalerweise einen Raum füllen müssen, der die Grünen inhaltlich in die Vorhand hätte bringen müssen. Und das ist mein Bedauern, dass gegenwärtig viele Parteien, und das meine ich nicht nur an die Grünen gerichtet, offensichtlich nicht in der Lage sind, die Fragen der Zeit auf der Höhe der Zeit zu beantworten. Und ein letztes, ich glaube, bei den Grünen ist der große Fehler, wir werden, glaube ich, möglicherweise schon nach Ende März, ich werfe das polemisch in den Raum, eine gewisse andere Antwort finden, weil Ende März eine wichtige Wahl ansteht, die in Württemberg gewonnen werden muss, bekanntermaßen ein Land, was durchaus eine andere Politik fährt im wahrsten Sinne, die vielleicht nicht mit der grundsätzlichen ökologischen Frage schwanger wird. Das hat aber mit Ideologie in dem Sinne, Herr Lewandowski, wenig zu tun, da geht es um sehr harte, pragmatische Inhalte und das war alles, was ich sagen wollte. Gut, an dieser Stelle... melden sich die sich schon gemeldet haben und die ich schon gesehen habe. Es melden sich aber auch noch zusätzlich Leute. Anne, können wir bis halb machen? Ich weiß es nicht genau. Wir haben um halb angefangen und hatten, wenn wir dann, ich kann ein bisschen länger machen, das werden wir auch brauchen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Muss ich mit dem Mikro zu den Menschen gehen oder, aha, dann kommt der junge Mann hier, der als erstes dran und ich bitte ganz herzlich darum, um kurze Interventionen, Fragen, sonst ist das für alle anderen blöd.
globales Wachstum, aber dass wir unseren Planeten, Sekunde, ein Satz noch, dass wir unseren Planeten aufessen. Dir wird ein anderes Mikro angeboten. Das ist Entschuldigung. Jetzt müsste ich eigentlich... Nein, dass wir unseren Planeten gerade aufessen, das wird eigentlich nicht beantwortet, also wie wir da rauskommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die junge Dame mit dem grünen T-Shirt oder Hemd. Hier vorne zentral. Ich bin eine Grüne und ich wohne in Baden-Württemberg und fühle mich unglaublich angesprochen. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wie ihr das immer sagt. Jedes Mal, wenn die Grünen versuchen, offen zu streiten und jedes Mal, wenn die Grünen Inhalte vorlegen, fallen wir deswegen immer auf die Schnauze. Man erinnere sich an den letzten Bundestagswahlkampf, man erinnere sich, als Grün-Rot in Baden-Württemberg losging und Winfried Kretschmann gesagt hat, jedes Auto weniger ist besser als ein Auto mehr. Und er ist massiv auf die Schnauze gefallen. Das ist auch einfach der Lernprozess aus den letzten 4 Jahren. Und man kann das noch so oft fordern, wenn die Gesellschaft einen dafür permanent abstraft, wenn auch die deutsche Gesellschaft so gestrickt ist, dass sie Parteien nicht mag, die offen streiten, dann finden diese Debatten trotzdem noch statt. Aber man versucht sie halt, wenn man einer der erfolgreicheren Landesverbände ist, so ein bisschen unter der Decke zu halten. Und ich glaube, das ist eine relativ elitäre Meinung, sich jetzt hier hinsetzen zu können und zu sagen, ihr müsst offener streiten, weil jedes Mal, wenn wir es machen, werden wir dafür abgestraft. Der Herr direkt vor dem, ja genau, bitte um einen kurzen Beitrag. Ganz kurz. 88% der Deutschen wünschen sich ein anderes Wirtschaftssystem. In welcher Partei wird das diskutiert? Okay, dann bitte dort, ja genau. Der Herr, den habe ich schon notiert. Ich habe das notiert. Mein Name ist Karim El-Assadi. Meine Frage richte ich an Herrn Lewandowski oder Frau Gauss oder Herr von Lucke. Jeder eigentlich kann das beantworten. Wenn man den Begriff Partei eigentlich definieren kann mit einer Gruppe von Menschen, die sich zusammensetzen, um eigentlich gewisse Ziele zu erreichen, wo diese Gruppe gewisse Weltanschauen oder politischer Sicht ähnliche Weltanschauen haben. Wenn man das so definiert, wie kann man eigentlich es so verstehen, dass es so einen großen Unterschied gibt zwischen Mitgliedern einer eigenen Partei, dass die Mitglieder manchmal, wie wir das erlebt haben, Parteien eigentlich einfach wechseln, indem man von Grüne geht zu FDP oder von SPD zu CDU, das haben wir erlebt. Wie kann die Demokratie so einen großen Unterschied von Weltanschauen und politischen Ansichten innerhalb einer Partei tragen und kann das auch als Widerspruch mit dem Begriff Partei sein oder nicht? Herzlichen Dank. Der nächste wäre der junge Mann hier direkt vor mir, relativ weit oben mit rotem T-Shirt. Sieht rot aus von hier aus. Besten Dank auch für diese wunderschöne, lebhafte Debatte, die Sie da führen. Wir haben uns gerade hier oben fast gefragt, ob das nicht das perfekte Beispiel dafür wäre, dass es manchmal auch in Ordnung ist, Fragen nicht ins Publikum zu geben, sondern ihnen einfach weiter Raum zum Diskutieren zu lassen. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass Sie uns jetzt diese Gelegenheit gegeben haben. Ich würde gerne an die Dame aus Baden-Württemberg kurz anknüpfen, die, wie ich finde, in ihrer Verteidigungsrede dessen, was die Grünen in Baden-Württemberg machen, einen spannenden Punkt untergebracht hat, nämlich die These, dass eventuell diese ideologischen Grundsatzfragen, die Sie angesprochen haben und die ich auch gut nachvollziehen kann, dass die auszuhandeln, in den öffentlichen Diskurs zu bringen und sozusagen das klassische Farbebekennen zu wagen, nicht auch eigentlich in einem gewissen Widerspruch stehen mit dem, was Herr Lewandowski wunderschön als die Funktionalität der Partei beschrieben hat. Also genau das passiert ja, wenn die ideologische Grundsatzfrage gestellt wird, steht das in einer krassen Diskrepanz zu Machterhalt, Strukturarbeit in den einzelnen Gremien des politischen Systems. Deswegen wäre die thesenhaft zugespitzte Frage, brauchen wir nicht für die ideologischen Grundsatzfragen eigentlich außerparteiliche Bewegungen, die bestimmte Diskussionen führen, die eben nicht dann mit dem Problem des Machtverlustes verknüpft sind, was ja ein individuell, parteiideologisch, strategisch total nachvollziehbares Argument ist,
normativ gesehen aber total problematisch, weil dann der Machterhalt wieder die normative Debatte einschränkt. Und das fände ich schön, wenn Sie dafür noch Raum finden. Soll ich das Mikro gleich an den jungen Mann neben mir weitergeben? Den ich eigentlich jetzt nicht an dieser Stelle auf der Liste hatte, aber es macht die Sache natürlich einfacher, wenn er verspricht, kurz zu sein. Also es wurde ja eben am Podium diskutiert, einmal das Problem der Akzeptanz eingangs und einmal das Problem, dass bestimmte Streitfragen gar nicht mehr hinreichend streitig diskutiert werden. Was aber verteidigt wurde, war im Grunde der Grundsatz des Parlamentarismus. Und ich habe den Eindruck, dass diese Probleme miteinander zusammenhängen. Dass man hat ja im Podiumsbeitrag vor dieser Runde wurde herausgearbeitet oder ja, man kann sagen herausgearbeitet, dass ein Problem der Akzeptanz von Parteien ist, dass sie ein breites Konzept in allen möglichen politischen Fragen vorstellen müssen, anders als das beispielsweise NGOs sehr speziell nur tun müssen und dass sich die viele Menschen eben nicht mit diesem breiten Konzept identifizieren können. Gleichzeitig ist auch im Bundestag jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt ein Parlament hat, müssen eben diese Parteien sehr viele Sachfragen diskutieren und letztlich kommt es doch zu einer Überforderung, nämlich zu der Überforderung, dass sich ein Parlamentarier über unglaublich viele Dinge, über die er abzustimmen hat, auch eine Meinung haben muss, die einfach nicht hinreichend sachlich begründet sein kann. Man kann ja nicht tatsächlich Expertise in vielerlei Dingen haben. Und wäre es nicht, das ist jetzt im Grunde ein Hirngespinst, was diese Möglichkeit, dieses Problem lösen könnte, aber ich komme zu meinem letzten Satz. Wäre es nicht sinnvoller, im Grunde die parlamentarische Demokratie dahingehend zu reformieren, dass man fachlichere Parlamente hat, ähnlich wie die Ausschüsse, nur die tatsächlich bestimmte Sachfragen diskutieren, sodass man etwa auch einen NGO-Vertreter mit einer gewissen Expertise in ein Wirtschaftsparlament wählen könnte, wo die Vertreter dieses Wirtschaftsparlamentes auch entsprechend sachlich fundiert diskutieren könnten und auch sehr streitig diskutieren könnten. Dankeschön. Okay, haben wir verstanden. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die große Anteilnahme. Das ist ja tatsächlich, vielen Dank für das Lob an Ausweis für die Lebhaftigkeit unserer Debatte hier gewesen. Und die können wir ja jetzt sozusagen alles an Bord nehmen, was Sie und ihr ausgeführt habt, weiterführen. Wer möchte als erstes? Ja, vielen Dank. Also ich sehe mich außerstande, jetzt auf alle Punkte einzugehen. Ich versuche es, und außerdem es würde auch einen zeitlichen Rahmen sprengen, ich versuche es ganz kurz, ich gehe auch auf das ein, was die Dame aus Baden-Württemberg sagte, das ist ja genau das Problem. Ich finde, Sie haben sehr schön umrissen, warum Parteien alle sagen, wir sind die Mitte und versuchen, wie gesagt, ich finde das Wort Ideologie an der Stelle gar nicht so gut, aber eben den Grundsatzstreit zu vermeiden. Es ist wahr, dass eine im Kern konfliktscheue Gesellschaft Parteien für eine Zuspitzung ihrer Positionen gerne abstraft. Ich weiß nur nicht, ob das langfristig auch der Fall ist, denn es hat sich auch, die Grünen wären ohne Zuspitzung der Positionen, hätten sie sich überhaupt nicht gegründet. Und das ist der zweite Punkt, auf den der Herr im roten T-Shirt, ich bin dankbar, weil das ist irgendwie auch zu kurz gekommen, für den Hinweis, dass NGOs oder außerparlamentarische Organisationen gebraucht werden. Ich finde das richtig, ich glaube, wir konnten ja nicht in einer Stunde nur alles abdecken, aber das ist genau der Punkt. Also wenn ich Mitglied einer Partei bin, die, und damit komme ich auf das auch, was Ihr Nachbar gesagt hat, die ja nun zu allen Fragen eine Position beziehen muss, und ich wäre zum Beispiel ganz und gar gegen die Einrichtung eines Wirtschaftsparlamentes, denn Wirtschaft gerade ist ja ein, wenn ich Sie recht verstanden habe, Wirtschaft ist ja nun gerade ein Gebiet, das mit allen anderen Bereichen des Lebens auch zusammenhängt, also das kann ich ja nicht ausgliedern, aber das heißt, innerhalb einer Partei muss ich zu viel größeren Kompromissen bereit sein, mich viel weniger identifizieren mit dem Gesamtprogramm und nur sagen, die allgemeine Richtung stimmt, als eben in einer Organisation, die ein oder zwei Ziele sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ohne die Anti-AKW-Bewegung Fukushima trotz des Entsetzens über Fukushima nicht zu einer Energiewende geführt hätte. Oder auch überhaupt nicht, ohne die Anti-AKW-Bewegung hätte es die Grünen nicht gegeben. Das heißt, dieses Zusammenspiel ist in den letzten Jahren
glaube ich tatsächlich, und das haben wir, wie gesagt, also starke Selbstkritik auch, das haben wir vielleicht zu wenig diskutiert, dieses Zusammenspiel zwischen NGOs oder außerparlamentarischen Oppositionen und Parteien funktioniert nach meinem Eindruck schlechter als vorher, außer vielleicht auf Seiten der extremistischen Rechten. Und die möchte ich mir da wenig gern zum Vorbild nehmen. Herzlichen Dank, Marcel Lewandowski. Ja, ich würde gern das aufgreifen, was Sie formuliert haben. Sie haben ja im Prinzip nochmal auf die Frage hingewiesen, wie kann so eine Unterscheidbarkeit zwischen Parteien hergestellt werden? Tja, das halte ich für problematisch, weil Parteien natürlich, abgesehen von dem, was wir so als politische Menschen von Parteien fordern, aber nun mal auch Wettbewerbsmaschinen sind. Auch, nicht nur. Nicht wie im amerikanischen Raum so stark, aber auch Wettbewerbsmaschinen sind. Und so verstehen die sich heutzutage auch mehr als früher. Also Professionalisierung von Parteistrukturen ist das Stichwort, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Herr von Lucke hat eben, und ich glaube, das kann man ganz wunderbar mit Ihrem Beitrag verbinden, auf diese doch unsägliche Mitteorientierung verwiesen. Ja, selbstverständlich. Diese Mitteorientierung hat natürlich zur sinkenden Unterscheidbarkeit von Parteien geführt und Parteien haben sich dem hingegeben. Das Problem ist aber, dass darin natürlich auch eine gewisse Ratio liegt, weil Mitte zumindest in den 90er Jahren, in den mitten späten 90er Jahren, auch Anfang der 2000er, das kann abschmelzen, da bin ich aber nicht sicher, ob das jetzt gerade bereits der Fall ist in dem Maße, das müsste man diskutieren. Aber Mitte war nun mal eine tragende gesellschaftliche Selbstbeschreibung. Und die Parteien haben sich nicht ohne Grund dem angenähert, weil der große Teil der Wähler nun mal eher strukturkonservativ war und ich würde behaupten, auch ist. Und es gibt innerhalb des deutschen politischen Diskurses, in anderen Ländern ist es anders, aber des deutschen politischen Diskurses gibt es in der Tat eine Verachtung des Parteienstreits. Die Parteien sollen jetzt mal an einen Tisch kommen, worin natürlich liegt, eigentlich muss es gar keine Parteien geben, es gibt so eine Art Volonté General und die Parteien verwässern den im Wesentlichen. Aber der ist ja da. Parteien können sich ja dem nicht entziehen, wenn sie einigermaßen rational handeln wollen. Ich weiß nicht, wie man es auflöst, aber ich bleibe dabei, zu behaupten, die müssen jetzt politischer werden, das funktioniert nicht, weil die Parteien es nur zu einem begrenzten Grad können, wenn sie nicht an ihrem eigenen Erfolg kratzen wollen. Herzlichen Dank. Mich interessiert auch gleich, Albrecht, mich interessiert in der Tat auch die Frage, ich wünsche mir ja natürlich, also Kraft meiner Profession und so, lebhafte Debatten, wo es zur Sache geht, das macht ja auch Spaß, wenn es um was geht. Nur die Demoskopen sagen natürlich allen Parteien immer, exakt das, die Menschen mögen keine Parteien, mögen keine Zerstrittenheit von Leuten, die nach außen vorgeben, sozusagen als ein Team unterwegs zu sein. Wie kriegen wir es jetzt hin? Die notwendigen Debatten da brauchst du ja einen Kulturwandel in gewisser Weise, die notwendigen Debatten um Sachen, die sich verändern, die sich dramatisch teilweise verändern, zu führen, ohne dass das sozusagen mit einem Popularitätsabfall einhergeht, den Parteien als Wettbewerbsmaschinen nicht hinzunehmen bereit sein können, würde ich fast sagen. Ja, und das ist, danke dir nochmal sehr, auch das ist genau die Steilvorlage, finde ich, die mir es nochmal ermöglicht, auch deutlich zu machen, was mein Bemühen heute war. Wir müssen uns, glaube ich, bewusst machen, dass wir ein Stück weit, das ist mein Eindruck, die Angst vor dem Streit, so ist mein Eindruck wirklich, fast schon so internalisiert haben, dass wir selbst in den vorgelagerten Gremien, Foren, die innerhalb einer Partei die Möglichkeit bieten, sich über Dinge kontrovers, sogar interessanterweise unter Gleichgesinnten, ja, wir sind doch alle ein Stück weit am gleichen Projekt interessiert. So, möglicherweise sogar, da komme ich am Schluss nochmal dazu, möglicherweise sogar eine Alternative zu einer Merkel, ich nenne es mal, noch existierenden Merkel-Autokratie zu schaffen. Wenn es aber quasi so internalisiert wird, dass man selbst unter geschätzten Kollegen, also Herr Lewandowski, der bei uns geschrieben hat, was mich sehr freut, der übrigens auch sehr inhaltlich zur AfD bei uns einen scharfen Beitrag gemacht hat, wenn es nicht mal deswegen so scharf auch meine Intervention, wenn man das manchmal, finde ich, zu voreilig vermeidet, selbst in einem solchen Raum, zum Beispiel, und da wird es dann richtig spannend, über die notwendige grundsätzliche Ausrichtung einer grünen Partei, für kommende Generationen übrigens ausdrücklich, die möglicherweise andere Interessen haben als Winfried Kretschmann und Herr Kuhn
in Stuttgart und Wadenburg, der nämlich die Politik der kommenden Generation betreffen müssen, die die Frage zu beherzigen haben, wie ist diese Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Wenn das nicht stattfindet im Vorfeld, selbst in einer grünen Partei, weil man die Sorge hat, man transportiert ein Bild des Streites nach außen, dann halte ich das für zentral problematisch, weil dann Auseinandersetzungen über Ausrichtung von Parteien selbst im Vorfeld nicht mehr geführt werden. Und das muss ich zugespitzt sagen, das ist ein Stück weit mein Eindruck. Und das geht in der SPD, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, auch ein Stück weit so zu. Zeit ist jetzt abgelaufen. Und ich glaube, ja, ja. Und das ist nur, was ich am Schluss mal als Hoffnung sagen will. Ich habe ausdrücklich die Hoffnung, dass im nächsten Jahr das anders wird. Weil ich mir die Vorstellung zu eigen mache, dass die Positionierung, die heute Anton Hofreiter zum Besten gegeben hat, dass wir es im nächsten Jahr mit drei profilierten Personen, Hofreiter, Özdemir, Habeck, die ein Stück weit natürlich dann auch streiten werden müssen über die Frage, welches Konzept grüner Politik in einem Jahr oder in zwei Jahren am Start sein wird. Das wird eine virulente Auseinandersetzung, bei der ich hoffe, dass über Personen auch Inhalte zur Auseinandersetzung kommen, die dann wieder diese größeren Fragen transportieren. Und anders, das ist das, was ich als Letztes sagen will, anders sehe ich eine Chance einer Revitalisierung der Parteien bei einer viel stärker, ich sage es nochmal, zum Teil politisierten Gesellschaft. Wir müssen uns bewusst machen, vor zwei Wochen sind hier 200.000 Leute gegen TTIP auf die Straße gegangen. Leute, die ihren Weg in die Parteien, die originäre Hort ihrer Beschäftigung sein müssen, schon lange zum Teil nicht mehr gefunden haben. Und dort wieder ein Angebot zu geben, wie ist eine solche, nennen wir es ruhig einmal auch stärker, antikapitalistische Haltung wieder in einem grünen Umfeld aufzunehmen. Wie ist das zu repolitisieren? Wie ist das zu überführen in Parlamente? Ohne ständig auf die Frage zu starren, ist dann Schwarz-Grün noch möglich? Ich glaube, das ist schon eine Frage, die sich die Parteien stellen müssen und die dann ein Stück weit eine Repolitisierung leisten kann. Denn das ist das wirklich Allerletzte. Ich habe, glaube ich, ich habe schon die Hoffnung, es kann, Sie, Bettina Gauss, hat es zu Recht angesprochen, die 70er Jahre waren ein Schub in eine Repolitisierung, in einer großen Krisensituation. Auch damals hatten wir es mit einem erstmaligen Aufkommen einer Rechtspartei, mit der NPD zu tun. Das war aber ein Stück weit eine Form der Repolitisierung, der Schärfung von Positionen. Und ich glaube schon, dass die Chance darin bestehen kann, gegenwärtig auch sowas zu erleben. Das wäre meine Hoffnung. Ganz herzlichen Dank, Albrecht von Lucke. Ganz herzlichen Dank, Bettina Gauss. Ganz herzlichen Dank, Marcel Lewandowski. Zu meinem eigenen Ruhm will ich kurz noch sagen, dass es mir einmal gelungen ist, mit einem Text auf der Meinungsseite der Taz Tausende von jungen Leuten in die FDP, zum Eintritt in die FDP zu bringen, weil ich geschrieben habe, wenn ihr wirklich irgendwo was bewirken wollt, wo ihr schnell was bewirken könnt, geht in die FDP. Da sind nur so 30 Leute pro... Mir wäre es lieber, Sie hätten Tausende von Leuten zum Abonnieren der Taz gebracht. Ja. Der Witz war aber, der Witz war aber, dass damals unter dem Generalsekretär Guido Westerwelle diese Bewegung sozusagen erfolgreich abgewehrt worden ist. Wir hätten heute eine andere FDP, wenn alle diese jungen Leute aufgenommen worden wäre. Was für eine FDP, weiß ich auch nicht. Aber es wäre natürlich gut, wenn die Parteien Tricks erdächten, die jungen Leute, die heute unterwegs sind, in anderer Weise zu behandeln, als damals Guido Westerwelle das bei der FDP getan hat. Vielen Dank.